Hallo, willkommen zu einer neuen Folge der Copilot Prompsters. Heute wieder mit einem Special. Wozu nutze ich Copilot tatsächlich? Und wir befinden uns in Power Automate, also in der Power Plattform. Ich nutze Copilot innerhalb der Power Plattform, um meine Flows auch mit zu dokumentieren oder um mir Dokumentationsarbeit zu ersparen. Und ihr seht hier, ich habe hier Power Automate geöffnet. Das ist ein Flow, der von einer Site Collection eine Newsvorlage auf andere Site Collections kopiert. So im Konkreten habe ich so eine Site Collection angegeben und dann kann ich manuell triggern, dass eben diese Vorlage, diese Newsvorlage auch in andere Site Collections kopiert wird. Da sehen wir jetzt nur Link-Zielwebseiten, da würden dann die Links eingefügt werden. Der kopiert das Ding und da unten habe ich nur einen kleinen Error-Handler eingebaut. Jetzt haben wir schon in den letzten Folgen gehört, ich bin ein bisschen faul und habe. Niemand hat Lust auf Dokumentation, aber Dokumentation ist eines der wichtigsten Dinge, dass man was mitschreibt. Aber ich nutze jetzt einfach tatsächlich mein Copilot dafür. Der taucht hier auf, wenn ich da rechts oben aufs Copilot-Icon drücke. Dann ist er jetzt hier hauptsächlich auf Englisch zur Verfügung. Aber ich darf auch mit ihm Deutsch kommunizieren und ich prompte jetzt hier, bitte beschreibe in mehreren Sätzen, was dieser Flow genau macht. Erkläre dabei jede Action oder jede Aktion. Bisschen denglisch ist es worden, aber ist nicht schlimm. So, dieser Flow wird ausgelöst, wenn eine Datei auf einer SharePoint-Website ausgewählt wird. Anschließend wird die ausgewählte Datei auf mehrere Zielseiten kopiert. Korrekt. Die im Array Variables Array Websites angegeben sind. Korrekt. Die Datei wird jedem Zielsite, okay, im Ordner Site Pages Vorlagen mit einem spezifischen Verhalten für die Behandlung von Namenskonflikten kopiert. Korrekt. Bisschen hakelig, würde ich jetzt mal sagen, formuliert. Ist aber nicht schlimm. Ich könnte mir das jetzt genauso rauskopieren, in ein Konzept übernehmen. Jetzt natürlich nicht ins Konzept für diesen Flow. Dafür müsst ihr den ein bisschen detaillierter gestalten. Machen wir Screenshots und wird dazu schreiben, was die Aktion macht. Aber zum Beispiel in ein Konzept für Intranet, wo ich sage, okay, wenn eine neue Site Collection angelegt wird, dann bitte dann die Vorlage darüber kopieren. Das ist ganz ein üblicher Flow hier, den wir ganz oft in so Prozessen oder in so Projekten verwenden. Und dann kann ich das genau dort dokumentieren. Ihr könnt jetzt nur schreiben, was macht die letzte Aktion in diesem Flow genau. Wir schauen mal, ob er da drauf kommt, ob er das schafft. Und das wäre jetzt hier dieses Beenden. Kopiert eine Datei von einer SharePoint-Website zu mehreren Zielseiten, die Memory. Okay, er sieht jetzt das hier als letzte Aktion tatsächlich und das da unten versteht er jetzt wohl nicht ganz, dass das nur eine Aktion wäre, wobei es auch keine richtige Aktion ist. Es ist ja tatsächlich das Error Handling. Genau. Ich kann natürlich hier Copilot auch bitten, nur irgendwas zu ergänzen, was wegzunehmen, beziehungsweise irgendwas anzupassen oder ich stelle Fragen. Wozu brauche ich hier Connections? Da gibt es immer diese Verbindungen, die man einrichten muss. Genau, damit die SharePoint-Website, damit ihr da zugreifen kann, die muss aktuell sein, die Verbindung. Das heißt, der hilft mir auch, wenn ich irgendwie im Flow nicht weiterkomme. Ich nutze es tatsächlich, wirklich, wenn ich Flows erstelle. Ich bin ganz ehrlich, ich nutze es nicht, wenn ich initial einen Flow erstelle. Weil meistens habe ich dann schon selber was im Kopf, bastel mir das zusammen und wenn ihr dann aber Unterstützung braucht, dann frage ich meistens den Copilot und wenn ich dann auch dokumentieren möchte. Das war's mit dem heutigen Tipp, beziehungsweise auch mit dem heutigen Special zu wie nutze ich Copilot persönlich. Probiert es das gerne mal aus und bis zum nächsten Mal. Happy Prompting!